Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir nach längerer Zeit mal wieder Horse Valley. Horse Valley hat am Sonntag, ich glaube um 18 Uhr oder so war das, ein Update gedroppt. Es ist nicht nur ein neues Pferd reingekommen, das wir uns übrigens jetzt kaufen, sondern das Breeding wurde auch geändert. Also wir können jetzt wieder mit den Pferden, mit denen wir schon mal gezüchtet haben, züchten. Ich glaube, Horse Valley hat extrem viele Spieler verloren, dadurch, dass man eben nicht mehr züchten kann. Und ganz ehrlich, wer möchte jedes Mal komplett ein Pferd leveln, das irgendwie gefühlt mehrere Tage braucht, um ein einziges Mal zu züchten? Das macht gar keinen Sinn. Vor allen Dingen bei Hengsten hat es keinen Sinn gemacht. Es ist irgendwie so, dass die Pferde, die schon mal gezüchtet haben, keine Bonus-Stats mehr bekommen. Das ist schade, aber grundsätzlich okay. Ich fand es halt einfach echt problematisch. Man muss jetzt Coins bezahlen, um zu züchten. Das ist alles vermutlich okay. Das gucken wir uns einfach mal in einem anderen Video an. Hätte ich jetzt gesagt, aber ich bin sehr zufrieden, dass man jetzt öfter züchten kann wieder, denn das war einfach eine ganz, ganz, ganz komische Entscheidung. Und ich habe das Spiel, sobald ich das rausgefunden hatte, dass man nicht mehr züchten kann, auch letztendlich komplett aufgehört. Ich habe nur mich letztendlich einmal am Tag eingeloggt, um meinen Login-Bonus zu bekommen. Leute, aber wir sind mal wieder nicht da, um zu ranten. Gefühlt mache ich das im Moment immer. Sondern wir sind da, uns das neue Paint Horse anzugucken. Oh mein Gott, du bist voll süß. Leider Gottes bist du braun. Okay. Ich hatte jetzt irgendwie, I don't know, was ich vermutet hatte. Es ist mega süß. Ich mag den Kopf, ich mag ja Bald Face. Es hat nicht ganz ein Bald Face, aber angedeutet. Finde ich mega süß. Ich mag auch das Tubiano, sieht mega hübsch aus, richtig süß. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht lange Mähne hat, aber hat's nicht. Und ich hätte statt braun vermiet... Was? Bubble. Vermietlich? Vermutlich, weiß ich nicht, Fuchs genommen. Aber vielleicht ist es auch ein Fuchs. Schreibt immer sehr, sehr gerne in die Kommentare, ist es ein Fuchs? Dann bin ich zufrieden. Ich hab mir irgendwie, weiß ich nicht, I don't know, ich hab mir irgendwie einen Fuchs vorgestellt. Es sieht irgendwie brauner aus als Fuchs. Macht es Sinn, was ich hier erzähle? No. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, das macht absolut gar keinen Sinn. Okay, wir kaufen uns das Paint Horse. Das ist eine Stute. Ich mag gern Stuten. Wow, das ging immer so, das geht immer so schnell. Ich glaube, ich habe 19.200 Coins bezahlt. Ich hatte Gott sei Dank genug Coins. Und wir setzen uns... ja, okay. Wir gehen jetzt einfach ein Race. Mit meinem Level 1 Pferd. Ein paar Sekunden später. Da sind wir gespawnt. Die Emma race gegen uns. Wir haben, glaube ich, also ich glaube, unser Paint ist ein Level 1 oder so. Also, wir... Das ist mega süß, Leute. Guckt mal. Wir kommen quasi kaum vom Fleck. Wie süß ist das denn? Oh mein Gott, das ist mega süß. Also... Also, wäre ich ein paar Sekunden, dann hätte ich zumindest ein Pferd gehabt, das ein bisschen gelevelt ist. Also, ich glaube auch nicht viel, ehrlich gesagt. Aber zumindest ein bisschen. Also, wir kommen hier nicht mal um die Kurve rum. Oh, sie ist ein Bacon Head. Oh, mega süß. Okay, lauf! Lauf, Stute, die keinen Namen hat. Okay, das wird nichts. Aber sie ist süß. Guck mal, wie sie läuft. Sie ist süß. Oh mein Gott, ich mag sie voll gerne. Ich würde mir wünschen, dass es mehrere Farben von einem gibt, dass man sich eins aussuchen kann. Das hätte ich irgendwie voll cool gefunden. So, dann sind wir beim niegelnagelneuen Dressurplatz, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Der ist jetzt quasi für mich neu. Ich weiß, er ist nicht neu, er ist schon ein paar Wochen alt. Aber wie gesagt, ich habe das Spiel einfach nicht mehr wirklich gespielt gehabt. Und das sieht mega hübsch aus, oder? Der Dressurplatz, der sieht richtig schön aus. Der gefällt mir richtig gut. Guckt mal, da kann man richtig schön sehen, was wir für Kackarten und alles haben. Ah, ich mag sie voll gerne. Wie wollen wir sie denn nennen? Oh, jetzt wird's dunkel. Schade. Egal, ist nicht so schlimm, oder? Also vermutlich schon, aber es hilft ja nichts. Oh mein Gott, sie ist mega putzig. Aber hier kann man gefühlt nicht leveln, oder? Später. Also ich stehe jetzt hier und habe alles Mögliche ausprobiert. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas machen können. Oder? Also vielleicht bin ich auch maximal lost. Es könnte definitiv sein. Wir haben auf jeden Fall irgendwas completed. Ich glaube, das habe ich aber nicht heute completed gefühlt. Haben wir... Oh mein Gott, wir bekommen so viele Coins. Nice. Nice.
Oh ja, guckt mal. Ich habe mir nämlich überlegt, ob das vielleicht irgendwie broken ist oder so. Aber nee, guckt mal. Wir können hier definitiv leveln. Das heißt, bei der Dressur kann man einfach nicht leveln im Moment. Noch nicht vielleicht. Vielleicht ist das irgendwann später. Oder das ist einfach zum Roleplay gedacht, was ich so ziemlich cool finde. Ich finde so Dressurplätze mega schön. Obwohl ich ja mit Dressur jetzt nicht wirklich viel zu tun habe. Ich bin ja selber Westernreiter. Habe ich gerade irgendwas umgeschmissen? Es hat irgendwie jetzt gerade so ausgesehen, als wenn ich gerade die Tonne umgeschmissen hätte. Okay, das Level-Up geht hier mega schnell. Yay, let's go. Schnell, wir brauchen ein paar Level up. Eine Ewigkeit später. Irgendwie ist es jetzt viel, 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 viel später, weil ich dachte mir, ich warte jetzt einfach, bis es wieder hell wird im Spiel. Aber es wird irgendwie nicht hell. Es ist irgendwie ewig dunkel, was grundsätzlich ja kein Problem darstellt, wenn man so spielt. Wobei ich persönlich, dunkel im Spiel ehrlich gesagt nicht mag, weil gefühlt alle Spiele vergessen, dass man normalerweise schläft, wenn es dunkel ist. Von daher bin ich der Meinung, dass es viel, viel weniger dunkel sein sollte als hell in einem Spiel. Denn als Spieler schläft man ja theoretisch 8 Stunden, wenn es dunkel ist. Aber hier ist es irgendwie gefühlt mega lange dunkel, oder? Vielleicht meine ich das auch nur. Egal, Leute. Ich wollte nochmal gucken, ob wir irgendein Set haben, das der kleinen Maus ein bisschen besser steht, als das, was wir gerade tragen. Da es gefühlt überhaupt nicht mehr hell wird, würde ich vorschlagen, wir machen das jetzt einfach gleich, wenn wir vielleicht noch ein Level oder so bekommen. Ich muss ehrlich sagen, mein erster Eindruck ist mega gut vom Paint Horse. Es rennt gut, es lässt sich gut manövrieren. Ich meine, ich muss es letztendlich noch am iPad ausprobieren. Denn ich persönlich spiele ja, wenn ich nicht filme, immer nur am iPad. Aber ich kann mir vorstellen, dass es richtig, richtig gut ist. Und ich mag es mega gerne. Es ist zuckersüß. Und ich möchte sie unbedingt züchten. Ich habe nur keine Ahnung, mit wem. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Denn ich glaube, man kann jetzt auch Spirit züchten. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, man kann jetzt auch Spirit züchten. Von daher wäre das, glaube ich, eine coole Sache, oder? Die kleine Maus hier mit Spirit, schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, wen wir züchten sollen, denn ich bin eigentlich extrem begeistert von ihr. Jetzt ist es noch dunkler geworden. Ich habe keine Ahnung wieso, aber ich glaube, jetzt wird es wieder hell. Ja, es wird hell, oh mein Gott. Es wird quasi richtig dunkel und dann wird es hell. Das habe ich schon wieder vergessen. Es ist schon so lange her, dass ich hier länger als ein paar Sekunden gespielt habe. Okay, wir stellen uns jetzt einfach mal, lass uns einfach mal hier hinstellen. Wir stellen uns jetzt einfach mal hier hin, wo es hübsch aussieht. So, und dann gehen wir rein. Moment, es ist irgendwie alles gefühlt verändert. Wir gehen rein und gucken einfach mal. Das ist so süß, ja. Ja, ja, ja. Weil wir haben ja schon, ich glaube, 3 Outfits habe ich insgesamt, oder? Das sieht mega süß aus. Ich meine, gefühlt alle meine Stuten haben dieses Outfit, aber es hat ja auch diese Gems gekostet. Von daher ist es natürlich auch mega teuer, das Ganze. Aber das gefällt mir richtig gut. Guck mal, wie süß sie ist. Sie don't love me. Dann habe ich jetzt meine kleine Maus in die Box gepackt und ich muss ehrlich sagen, ich bin positiv überrascht. Sowohl vom neuen Update, als auch vom Dressurplatz, als auch vom Paint Horse. Schreibt mal unbedingt in die Kommentare, wie findet ihr das nagelneue Paint Horse? Sollen wir mit ihr züchten? Vergesst nicht, mir den Namen in die Kommentare zu schreiben. Sollen wir mit ihr züchten, mit ihr und Spirit oder ich weiß nicht, mit wem? Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, ob ihr ein weiteres Video von Horse Valley sehen wollt. Und dann hätte ich gesagt, war es das mit diesem Video. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!